Nach meiner Meinung ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist. Bis 1970 war der Frauenfußball durch den DFB noch offiziell verboten. . 1975 gründete der VfR Wabein die erste Frauenmannschaft im Großraum Kleve. SV Bettburg-Hau zog ein paar Jahre später nach. Und so hat der Frauen- und Mädchenfußball im Großraum Kleve eine über 40-jährige Historie. Die Gründung der Kämpferherzen 2011 erfuhr die Mädchenabteilung einen enormen Zulauf. Innerhalb kürzester Zeit wuchs die Abteilung von 9 auf über 75 fußballspielende Mädchen. Und dann entwickelten sie Ehrgeiz. Sie wollten leistungsorientiert Fußball spielen. Sie wollten in höhere Ligen aufsteigen. So ging man 2015 auf den 1. FC Kleve zu und suchte die Kooperation. Über den 1. FC Kleve entstand der Kontakt zum VfR Wabein. Dort spielte die höchstspielende Frauenmannschaft im Stadtgebiet Kleve. 2017 begann man eine gemeinsame Kooperation unter dem Namen Kämpferherzen, Talentförderzentrum für Frauen- und Mädchenfußball Kleve e.V. Heute sprechen wir über einen Zusammengang der Mädchenfußballabteilung des SV Bettburg-Hau und der Damen des VfR Wabein. Weit über 100 fußballspielende Frauen und Mädchen und weit über 40 ehrenamtliche Führungskräfte arbeiten täglich am Fußballmärchen des Unteren Niederrheins. Im Sommer 2019 wird Sandro Scuderi als Cheftrainer und didaktischer Leiter verpflichtet. Mit Sandro gelang die Professionalisierung der Trainings- und Taktikmethoden auf DFB-Niveau. Auch niederländische Eredivisie-Spielerinnen finden den Weg nach Kleve und verstärken die Kämpferherzen des VfR Wabein. Unbezahlt wohlgemerkt. Vom 25. auf den 26. Dezember 2019 zerstörte ein Vandale das Hauptfeld des VfR Wabein. Damit ist ein Spielbetrieb unmöglich geworden. Der Vorsitzende Christian Nitsch ist erschüttert. Autofahren mag ja den einen oder anderen erhellen, aber dabei eine ganze Jugendarbeit auf 25-jährige Geschichte zu kaputt zu machen, ist schwierig. In den darauffolgenden Wochen wird ein Notplan erstellt. Die Hilfe der Stadt Kleve, des 1. FC Kleve und vieler umliegender Vereine ist erstaunlich. Dadurch können die Frauen und Mädchen weiter trainieren und ihre Spiele absolvieren. Seither arbeiten viele freiwillige Helfer an einer Dauerlösung für die Kämpferherzen. Es gibt einen konkreten Plan, ein Ziel. Ein Ziel, dessen Konzept nur Gewinner kennt. Helft uns, dieses Ziel zu erreichen. So, dass die Erfolgsgeschichte des Frauen- und Mädchenfußballs in Kleve fortgesetzt wird. Helft uns, dieses Fußballmärchen Wirklichkeit werden zu lassen. Jetzt.